was höre ich denn da? Was höre ich denn da? Hört ihr es auch? Ja, ich werde euch heute einen Demolition Hammer vorstellen. Und zwar ist das der WEWOR Z1G ST95. Habe ich mir gut gemerkt, oder? Und das Video heute, das wird nicht bei mir irgendwo gedreht, sondern bei einem guten Bekannten. So, da schauen wir mal, was hier drin ist. Na toll. Also das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schwer. Na toll. So. Hier ist das gute Stück. Gott, das ist ein Riesenteil, also echt. Also hier haben wir schon mal ein paar Handschuhe, die hier dabei sind. Und hier verschiedenes Kleinmaterial noch zum Befestigen bzw. zum Zusammenbauen dann. Ist auf jeden Fall alles schon mal sehr, 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 sehr geölt. Ja, das wäre ein Klammerchen. Also die Handschuhe, die braucht man ja wirklich, weil das ist alles hier extrem fettig. Ja, die Bedienungsanleitung, die ist auch total zu mit Fett. Hier haben wir den Meißel zum Punktmeißeln und hier das Riesenteil zum Flachmeißeln. Jetzt schauen wir mal, ob wir die Bedienungsanleitung überhaupt aufkriegen. Also hier, das ist die Bedienungsanleitung, die man jetzt nicht wirklich aufbekommt. Also diese Bedienungsanleitung hier, die ist nur in Englisch verfügbar. Von diesem Demolition Hammer. So, und hier habt ihr noch das Modell, das ist der WEWOR Z1G ST95 und läuft halt über 220 Volt. Die Eingangswattstärke ist 3500 Watt und der macht 1400 Umdrehungen pro Minute. Vom Gewicht her würde ich mal sagen, 15 Kilo, so ungefähr. Ist jedenfalls voll der Oschi, ich sag's ja. So, was ja auch noch dabei ist, das ist so ein Adapter für einen USA-Anschluss. Aber den brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht. Jetzt weiß ich auch, warum das alles so schwer ist, weil hier ist alles aus Metall hier. Also hier hinten, das ist Plastik, aber und hier natürlich auch, aber hier vorne ist alles Metall. Deswegen kommt natürlich auch das super hohe Gewicht zustande. So, und vom Handling her, boah, wird sehr spannend werden. Ach so, zum Kabel noch. Ja, das Kabel, das ist so ungefähr 2 Meter. Würde ich jetzt mal schätzen. Und genau, das ganze Teil ist so ungefähr 50 cm lang, also einen halben Meter ungefähr und 10 cm breit. Und ich habe schon geschnitten hier. Oh mein Gott, ich blute. Ja, also es ist wirklich sehr scharfkantig das Ganze. So, hier haben wir noch eine Plastikflasche, für was auch immer die sein soll. Empty. Und hier im Busschlüssel 2 Stück und dann noch Kohlebürsten. 2 Stück plus halt noch das Befestigungswerkzeug.
machen jetzt mal hier den Einsatz von diesem tollen Meißel. So, bist du? Genau, also man muss halt drehen. Und dann ist es fest. So, jetzt geht's gleich los. Das sind unsere tollen Steine. Machen wir den ultimativen Vergleich, und zwar mit einem Bosch Professional GSH11VC, und schauen wir mal, wie da der Unterschied ist, ne? Aber er schafft's, ne? Jetzt könnte man hier die Länge des Kabels vergleichen. Ja, das Kabel von Wewo, das geht bis dahin. Und der von Bosch ist nochmal so geschätzt, ja, 2 Meter nochmal länger. Also so ein Arbeitsradius, naja, ist halt schon ein Unterschied. Ja, ich bedanke mich hier ganz herzlich, dass der Platz hier bereitgestellt wurde und wir heute die beiden Maschinen vergleichen konnten. Ja, und jetzt sagt er hier noch ein Schlusswort und dann machen wir Schluss hier. So, liebe Leute, also ihr könnt euch natürlich nur entscheiden zwischen einem Gerät, was sehr, sehr viel Kraft hat und auch sehr schwer ist, aber dafür im Arbeitskomfort sehr zu wünschen übrig lässt. Ihr könnt euch natürlich auch für ein Gerät entscheiden, was im Arbeitskomfort locker und dreimal stundenweise in der Arbeitsmechanik für euch gut und für euren Körper gut ist. Oder eben, ihr wollt wirklich nur schnell einfach was wegkloppen, ein Fundament. Dann ist natürlich der hier die erste Wahl, weil er ist billig. Und der hier ist wirklich für den Arbeitskomfort, wenn man Wände rausmachen muss oder Türen oder eben halt auch Fundamente und da nicht unbedingt hinterher mit einer Schulterfraktur rausgehen will. Tschüss. Ciao.